Boah, ich würde mein Abitur super machen, ganz ehrlich. Aber so. Oh. Nee, war das ist heute das Alt? Doch, das ist heute. Ich sollte da vielleicht mal hingehen. Warte mal. Oh ja. Oh, du hast ja gar nichts mit. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Warte, bis es fertig ist. Okay. Oh, ich glaube, es geht los. Das ist dein Eintopf. Iss sie mit Genuss. Ja, genau, so isst man mit Genuss heutzutage. So, gibt es hier noch irgendwas? War das lecker? War das lecker? Nee, das hat scheußlich geschmeckt. Ich muss kotzen. Und da unten ist ja unser Mädchen, was wir eigentlich später heiraten wollen. Die Früchte aus dem Süden schmecken gut, haben jedoch einen sehr strengen Geruch. Das mag ich überhaupt nicht. Okay. Und du hast ja bei Fisch rumliegen. Fisch ist kein Obst. Ich bin satt. Ich bin satt. Okay. So, was hast du denn Schönes zu sagen? Wen forderst du zum Tanz auf? Ich weiß schon wen. Hast du schon Gras gemäht? Du kannst das Gras auch im Herbst mähen. Heu ist wichtig für die Tiere. Hast du nicht genug gemäht? Hast du kein Futter? Lager also einen großen Vorrat. Okay. Was gibt's hier? Gute Reisbällchen und Knödel. Das wird dir sicher schmecken. Guten Tag, hier gibt es leckere Reisbällchen. Sie sind frisch und warm. Möchtest du sie probieren? Sie kosten nur 200. Ganz ehrlich, warum soll ich bitte für Essen Geld aus... Also warum sollte ich hier für Essen Geld ausgeben? Weil... Hallo, probiere dies hier. Was ist das? Nee, ich will nichts essen. Nee, warte. Ich habe den Saft probiert und sehe jetzt Regenwürmer fliegen. Ich geh mal, ja. Ich habe diesen Kürbiskuchen gebacken. Möchtest du ihn probieren? Klar. Dieses Jahr sind die Kürbisse süß, nicht wahr? Es gibt süße Kürbisse? Oh mein Gott. Dies ist ein Beerensaft, den ich bereits im letzten Jahr gebraut habe. Möchtest du ihn probieren? Klar. Wenn du ein Mann bist, dann trink aus. Oh. Ja? Hast du zu viel Beerensaft getrunken? Also mir ist schon schlecht davon. Ja, ich glaube auch. Tada! Das ist die automatische Erntemaschine. Schalte sie ruhig ein. Ja. War wohl fail. Dieser Eintopf ist hervorragend. Ich bin nicht verheiratet und da gibt es nicht oft was Leckeres zu schnabbeln. Wahrscheinlich nicht oft. Okay. So, die hatten wir schon. Hier vorne, die komische Hexe, die man besoffen ist irgendwie. Ich bin ein echter Feinschmecker. Daumen hoch. So. Das war ja richtig lecker. Kann ich mit dem Alten da reden? Nein. Okay, dann kann ich. Ja, habe ich schon. Dann gehe ich jetzt zu ihr. Das Leben ist unser kostbarstes Gut. Ja. Es ist gut, den Glauben nicht zu verlieren. Solche Momente sollte man sich immer bewahren. Okay. Kann ich jetzt hier vielleicht irgendwie. Das war ja richtig lecker. Hey Opa. Wollen wir nun endlich mit dem Tanz beginnen? Wenn du noch etwas zu erledigen hast, dann tu es jetzt. Wähle deinen Tanzpartner. Hey du. Ja, wie auf dem Oktoberfest. So, ab nach Hause erstmal pennen.
Ich gehe zu Bett. Gute Nacht. Ja. Gut. Oh, ich werde auch gerade ein bisschen müde, muss ich mal sagen, ne? Also morgens um halb. Was ist das? Wann stehe ich auf? Um 5:30? Das bekommt mir gar nicht. Finde ich auch relativ scheiße, dass ich um 5:30 aufstehen muss, weil. Also ich muss ja mit dem Bus komplett durch die Stadt fahren, ans andere Ende. Und mein Bus fährt 2 Minuten vor 7. Nee, gar nicht. Doch, 2 Minuten vor 7. Und naja, um halt wach zu werden und die ganze Scheiße und Essen und so, da musst du dann halt schon rechtzeitig aufstehen. Also um 6:30 früher aufstehen und dann 10 Minuten Weg zur Schule, das ging ja noch, aber so aufstehen und 1/2 Stunde Weg zur Schule, das geht gar nicht. Aber na gut. So, ich würde sagen, wir haken das Thema. Entschuldigung. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Bisschen Husten noch. Aber ich will ja unbedingt zocken und deswegen müssen wir hier auch weitermachen. Nur ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Ehrlich gesagt. Ich werde am besten mich jetzt erstmal hier um das ganze Gesteins und so kümmern. Boah, so. Nächstes Thema. Ich habe jetzt, wie viel Thema habe ich jetzt noch? Das Thema, das Thema, das Thema. Boah, ich habe jetzt erstmal. Ich spare mir lieber ein Thema für ganz zum Schluss auf. Weil das ja schon so ein bisschen heftig ist. Wir driften heute so ein bisschen soziale ab. Also eigentlich geht es ja immer um soziale Themen, die ich hier bespreche. Und natürlich ist das, wie gesagt, alles hier bloß meine eigene Meinung. Wenn da jetzt irgendwer meint, ey, du kannst das, also wie ich jetzt hier von meinem Geschichtslehrer gesagt habe, nee, das kannst du nicht sagen, das ist dein Geschichtslehrer, das ist wie gesagt nur meine eigene Meinung. Und ich habe damit auch niemanden beleidigt. Ganz besonders nicht mein Geschichtslehrer, weil er Pädagoge ist und er muss das verstehen. Aber weg von diesem Thema. Komm, lass mal in die Wand laufen. Wo ist denn? Ist mein. Ja, okay. Nochmal das Mikrofon gerichtet. Und ein weiteres Thema. Ich gucke mir ja gern Dokumentarfilme an. Und hab da letztens einen gesehen. Also ich bin ja jetzt auch so in dem Alter. Ich könnte theoretisch jetzt eine Ausbildung machen. Und ich weiß nicht, in welcher Altersgruppe ihr zuschaut. Vielleicht seid ihr auch so 10. Klasse, 9. Klasse oder so. Und naja, irgendwann musste man sich mit dem Thema halt beschäftigen. Was mache ich später nach der Schule? Will ich halt so wie ich Abitur machen oder will ich ja eine Ausbildung starten? Vielleicht auch ein freiwilliges soziales Jahr machen? Cool kommst du darüber rüber, wenn der Lehrer dich dann in der Klasse fragt, also im Unterricht fragt, was willst du später mal werden und du haust einfach so ganz cool raus, oh, ich hart später eine Runde. Schön Hartz IV beantragen. Ja, super cool, ne? Ja. Allein, also das ist eigentlich das Thema, worüber ich jetzt sprechen wollte. Also ist zwar nicht irgendwie das richtige Thema fürs Let's Play oder so, aber ich habe da eigentlich noch ein viel krasseres Thema. Und ich glaube, darüber kann man eigentlich schon mal reden, weil ich möchte ja hier auch gewissen Bildungsinhalt vermitteln auf YouTube. So muss man das ja einfach sagen. Weil anders. Und hier es regnet, oder? Jep. Da es regnet. Okay, egal. Auf jeden Fall habe ich mir letztens eine Doku-Sendung angeguckt. Ich glaube, die war von ZDF. Oder Phoenix? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ging es da auch um Hartz IV und hatten sie dann so vier verschiedene Familien oder drei verschiedene Familien, ich weiß gar nicht mehr. Und ja, die waren dann halt von der Arbeitslosigkeit bzw. von Hartz IV betroffen. Und das hatte aber alles unterschiedliche Gründe. Ich will das jetzt mal kurz schildern, so im Allgemeinen.
Den ersten, den sie hatten, der wurde aus seiner Wohnung geschmissen. Also der lebte von Hartz IV, und wenn bei Hartz IV ist es ja so, soweit ich weiß, dass der Staat dann eine Miete bezahlt. Und ja, dem wurde keine Miete mehr bezahlt, weil irgendwelche komischen Unterlagen fehlten. Und der immer wieder da irgendwas gemacht hat, und da kam aber nichts, und da kam einfach nichts weiter. Und dann hat er das irgendwann sein lassen, und dann hat er schlussendlich seine Wohnung verloren, bis er dann im Obdachlosenheim gelandet ist. Und der Typ, dem das Obdachlosenheim gehört, der hat ihn dann auch gefragt, ja, warum ist es denn hier und so, und er meint dann so, ja, das Arbeitsamt hat meine Miete nicht mehr bezahlt. Und dann meint er auch so, ne, das ist aber nicht rechtens, weil das Arbeitsamt muss deine Miete bezahlen. Das Arbeitsamt muss dir auch Möbel stellen. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Und ja, deswegen ist er dann halt da gelandet. Und der hatte zudem auch, der war Analphabet. Also der konnte zumindest nicht richtig lesen. Das weiß ich, aber wenn du schreiben konnte, weiß ich nicht. Aber ich glaube, beides konnte er nicht. Und der hat dann halt immer weiter die Briefe vom Arbeitsamt bekommen. Und in den Arbeitsamtbriefen stehen dann ja auch so lustige Abkürzungen drin. Ich kenne die nicht auswendig, und das weiß ja eigentlich auch keiner, was diese komischen Abkürzungen bedeuten, so wirklich. Aber eins ist sicher, wenn du einen Brief vom Arbeitsamt bekommst und du hast Hartz IV, egal was du machen musst, du musst diesen Termin wahrnehmen. Und wenn nicht, werden dir halt deine Leistung immer weiter und immer weiter gestrichen. Und so war das dann auch bei ihm, und bis ihm dann nachher halt die Miete nicht mehr gezahlt wurde. Was eigentlich schon irgendwo, das ist ja eigentlich schon menschenverachtend. Also, ja, kann man das so sagen, menschenverachtend? Also, der war irgendwas Mitte 40, Anfang 50 oder so. Und dann bekommst du jede Woche Post von der AG, dass du das machen musst und das machen musst.